Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. So, wo wir jetzt bereits ein paar weitere Story-Missionen abgeschlossen haben, würde ich sagen, kann ich ja wieder einen Part damit füllen, Nebenmissionen zu unternehmen. Und da ich gerade so schön in der Nähe dieser Docks gewesen bin, bin ich direkt hierhin gelaufen zum Privatsphäre-Einbruch, der einigermaßen einfach zu finden ist. Das ist ja ziemlich easy. Wahrscheinlich gibt es aber noch ein Hacking-Minispiel. So, wie ihr seht, ich bin noch nicht ganz aus der Fahndungsliste der Polizei raus, wie es aussieht, aber naja, das wird im Laufe der Zeit sich auf jeden Fall beruhigen. Im Laufe des Parts besser gesagt. Irgendwann bin ich auf jeden Fall wieder sicher. Alles klar, Madame. Das war's eigentlich. Ihre Rohre sind sauber. Oh, da danke ich Ihnen aber sehr. Ja, Ach schön. nein. Es ist wunderbar, Dieses, einen so dieser typische fähigen Mann Pornostart. zu haben, der mir im Haus hilft. Hey, das ist halt mein Job, Madame. Also, kann ich sonst noch etwas tun, wo ich gerade hier bin? Na, mal sehen. Es gibt ein paar Dinge, an die ich da denke. Ach ja. Aber ich fürchte, da passen vielleicht Ihre Werkzeuge nicht. Hey, lassen Sie sich nicht von der Größe irritieren. Ich bin so etwas wie ein Experte für Ihre Alter. Ja. Okay, jetzt werde ich mal länger dabei bleiben. Wow. Meine Güte. Okay, ich werde automatisch rausgeschmissen. Dieses Mal bin ich nicht rechtzeitig rausgegangen. Ich werde automatisch rausgeschmissen, scheinbar sogar ohne Konsequenzen. Weil jetzt nicht irgendwie die Polizei auf mich aufmerksam geworden zu sein scheint. Umso besser. Ja, jetzt habe ich es auch einmal ausprobiert, wie das auf diese Art und Weise laufen könnte. Ja. Leider. Ich habe da ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich dachte wirklich, jetzt würde die Polizei so richtig mir am Arsch kleben. Aber naja, so ist es ja auch in Ordnung. Okay. Ah, das war jetzt wieder so ein typischer Pornostart, ey. Ich wusste schon von Anfang an, worauf das hinauslaufen würde. Ah, Sie können ja sehr gut Rohre verlegen. Ah, vielleicht könnten Sie ja auch mal meine Rohre reinigen und so weiter und so fort. Ja, ich kenne die Sprüche alle. Oh Mann. So, was haben wir hier für eine Sehenswürdigkeit? Secret Six. Okay. Nach der Ermordung eines Geschäftsmanns im Jahr 1930 schlossen sich einige einflussreiche Geschäftsmänner aus Chicago gegen Capone zusammen. Hasen gibt's nicht Diese ohne sechs Grund. Leute. Ruhe! Ich lese gerade. Diese sechs Leute heuerten Elliot Ness an, um Capone ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Bis heute ist nicht viel über die sechs Männer bekannt. Sie unterstützten die Ermittlungen, wo sie konnten, mit Geldmitteln und ihrem geschäftlichen und steuerlichen Know-how. Sie betrieben sogar eine eigene illegale Bar, um Kriminelle auszuschnüffeln. Oi. Gibt es zu diesem Szenario irgendeine Art Film? Secret Six? Ohne Scheiß, das klingt jetzt sowas von wie ein gutes Szenario für einen Film. Wurde das bereits verfilmt? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde diesen Film dann gerne sehen. Das hört sich sehr interessant an. Wahrscheinlich gibt es darüber aber eher so etwas wie Dokumentationen oder so etwas. Aber, naja, zugegeben, wenn irgendeiner sich dazu entschließen sollte, einen Nicht-Dokumentar-Film zu machen, sondern eher so eine Art Gangster-Slash-Action-Streifen, wer weiß, wie nah sie dann an der Wahrheit bleiben werden. Das weiß man ja nie. Die werden dann zwar schreiben, basiert auf einer wahren Gegebenheit. Allerdings ist basieren nicht gleich, dass es eins zu eins so passiert. Ne? Basieren heißt einfach nur, ja, dieses Grundszenario ist irgendwann mal passiert, aber die Charakterinteraktionen und so weiter und so fort, die können wir teilweise abgeändert haben. Aber da sagen wir natürlich nichts zu. Da gibt es einige Filme, die diesem Beispiel folgen und die Wirklichkeit extrem verzerrt haben. So. Oh, da hätte ich ein bisschen näher ranfahren können. Egal. Kann ich hier drüber? Ui, ich kann sogar durch die Hecke laufen. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Ohne Scheiß, von weitem habe ich jetzt eher gedacht, dass das ein Panzer wäre. Oh, jetzt fängt es sogar zu gewittern an. Aber das stört natürlich den Hacker nicht. Pfah. Der Hacker Aiden Pierce ist voll. Dem ist es doch egal, welches Wetter gerade ist. Es ist immer ein gutes Wetter zum Hacken. Seffard Memorial Fountain. Der Seffard-Brunnen ist vielleicht das Erste, was Sie sehen, wenn Sie Chicagos Vorgarten betreten. Er ist eine atemberaubende Repräsentation des Lake Michigan und der umliegenden Staaten. Im Winter putzen die Chicagoer Steuerzahler ihn mit grellen Lichtern aus.
Im Sommer kann man, wenn man Glück hat, die Sirenengesänge seiner majestätischen Meerjungfrau vernehmen. Meistens hat man etwa 20 Minuten Zeit zum Zuhören, bis die Cops den Schreihals verjagen. Nice. Alles klar. So, was kommt jetzt als nächstes? Oh, jetzt als nächstes ist eigentlich dieser Verbrecherkonvoi dran. Alles klar. Okay, da wären wir schon. Gefangen im Loop. Die Kerle handeln mit Organen. Ich weiß, wie das läuft. Aufschneiden, Organe rausnehmen und sterben lassen. Wird mir eine Freude sein, die Typen auszuschalten. Oh ja. Mhm. Eine schöne Zickzackroute. So, jetzt möchte ich gerne ein kleines bisschen Zeit in diesem Part sparen. Der Punkt ist, ich habe, wie immer bei den Verbrecherkonvois, versucht, die 4 Fokus-Kills zu erzielen, indem ich mich am Ende der Route von den Typen mit USV-Bomben auf die Lauer gelegt habe. Aber, wie ihr seht, ich muss die Typen in diesem Konvoi niederschlagen, anstatt sie zu töten. Töten ist diesmal tatsächlich keine Option, was natürlich die Fokus-Trophäe in dieser Mission ziemlich unmöglich macht. Das bedeutet, ich werde jetzt versuchen, diese Typen einigermaßen irgendwo hier, glaube ich, zu stoppen, wo ich einigermaßen gute Deckungen haben kann. Vielleicht sogar hier in der Gasse, das wäre theoretisch nicht schlecht. Hier in der Gasse wäre durchaus eine gute Möglichkeit, die Typen zu erledigen. Denn die beiden Anführer, die müssen sich als Einzige am Leben lassen und niederschlagen. Wenn sie sterben, dann ist die Mission automatisch fehlgeschlagen. Und das möchte ich eben verhindern. Deswegen warte ich jetzt mal in dieser Gasse. Die sieht einigermaßen gut aus, um sie zu überraschen. Und Chevance. Sobald ich einen von ihnen ramme, wissen sie sofort Bescheid, was meine Absichten sind. Upsala. Und jetzt fahren sie alle schön ineinander. Perfekt. So. Die beiden Zielpersonen sind schön weit hinten. Und werden mir auch schön angezeigt. Mit anderen Worten, ich sollte keine Probleme damit haben. Die Zielpersonen... Da ist eine. Den darf ich nicht töten. Den muss ich definitiv niederschlagen. Oh, oh. So, jetzt muss ich möglichst alle Typen... Oh Gott, da sind welche hinter mir? So. So viel zu den beiden. Ah, da ist einer. Okay. Der schießt auf uns. No shit, Sherlock. Ist der? Ah, da. Okay, eine der Zielpersonen ist sogar ganz nah an mich rangekommen. Wow. Ein guter Tag zum Sterben, Arschloch. Okay, wenn du meinst. Ein guter Tag zum Bewusstlossein. Bam. Einer von zwei ist schon mal weg. Der Rest sollte einigermaßen einfach sein. Okay. Nein! Falscher Typ. Da ist der andere, den ich haben wollte. Okay, scheiße. Und von, nein! Warum? Warum bist du aufs Auto gestiegen, Aiden? Ich wollte den Typen doch erledigen. Oh, Gott im Himmel, das gibt es doch nicht. So, dieses Mal bin ich jetzt wieder ungefähr an der gleichen Stelle. Dieses Mal versuche ich allerdings nach Möglichkeit nicht zu sterben wie ein Idiot. Zwei von denen, die beiden Typen sind sogar jetzt schön in meine Nähe gekommen. Das ist nett von denen. So, vorsichtshalber nochmal zurückziehen. Ja, weil der eine sicher das Feuer auf mich eröffnen würde. Ich wusste es. So, Bedrohung ausgeschaltet. Yes. Mit anderen Worten, jetzt sind nur noch die beiden Typen übrig, aber ich werde natürlich jetzt nicht komplett auf ihn zu chargen. So, warten, bis er nachladen muss. Bam, und weg. So, das war's. Gefangen im Loop erledigt. Oh.
Okay, perfekt. Dank der ganzen Zeit, die ich jetzt gespart habe, indem ich meine vorherigen Versuche rausgeschnitten habe, bin ich in der Lage, in diesem Part jetzt doch nochmal ein kleines bisschen mehr zu erreichen, als einfach nur ein paar Missionen. Glaubt's mir, ich habe versucht, die Typen an Stellen festzuhalten, die sich für einen Hinterhalt null geeignet haben. Und ja, vorher habe ich eben die Sache mit den 4 Fokus-Kills versucht, was natürlich gar nicht von Erfolg gekrönt sein konnte. Oh, ein kleiner Imbiss in der Nähe. Nein, wollte ich gar nicht. Och, Manno, wo ist denn der Typ? Wo ist die Bedienung? Hallo, Bedienung. Ist die abgehauen? Wegen der Ballerei in der Nähe? Ah, okay. Na, schade. Deswegen interessiert es wahrscheinlich auch keine Sau, dass ich gerade jemanden ausgeraubt habe. Da stand zwar ein Typ, aber den hat's null gejuckt. Der war wahrscheinlich selber da, um die Kasse auszurauben. Und ich habe einfach nur den kläglichen Rest, den er übrig gelassen hat, mitgenommen. Anders kann ich mir das jetzt schon gar nicht mehr erklären. Alles klar, so, diese Mission ist damit jetzt auch erledigt und jetzt machen wir weiter. Okay, gucken wir uns mal diese Sehenswürdigkeit hier an. South Tech University. Okay. Was soll das heißen? Du hast noch nie von der South Tech Universität gehört. Das ist eine der besten Unis im Land, bekannt für seinen Geologie-, Ausdruckstanz- und Astrobiologie-Institut. Okay. Ausdruckstanz überrascht mich jetzt. Ihr Footballteam, die South Tech Sand Tippers, soll diese Saison besonders gut sein. Go Sand Tippers! Naja, wenn du meinst. So, direkt in der Nähe habe ich bereits einen Privatsphäre-Einbruch gesehen. Der ist ja quasi um die Ecke. Trotzdem ist die Versuchung natürlich zu groß, dabei einen Schnitt zu setzen. Okay. Ah, direkt eindringen. Okay, dann wird wahrscheinlich ein Minispiel folgen. Yep, war klar. So. Upsala. So rum. So rum und zack. Das war einfach. Oh, 2300. Nice. Und den kann ich auch nochmal hacken. Okay, was schreibt er denn da? Was für einen Gefallen. Mir ist das Toilettenpapier ausgegangen. Ich bring dir später welches, okay? Ich hänge hier fest ohne Klopapier. Oh, das ist eine beschissene Situation. Oh, wie unangenehm. Ja, die Tür ist unverschlossen. Komm her. Okay, ist das unser erstes Date? Augen zulassen, mein Lieber. Für ein erstes Date ziemlich scheiße. Okay, ich höre jetzt auf mit den Toilettenwitzen. So. Was ist als nächstes? Ah, der CTOS-Einbruch hier in der Nähe. Perfekt. Da wären wir. Hoffentlich wird dieser CTOS-Einbruch einigermaßen reibungslos ablaufen. Ach du Scheiße. Noch weiter ging's nicht auseinander, weil... Ach du Kacke. Das ist jetzt richtig schlecht. Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll ich das denn schaffen? Es ging ja theoretisch nur mit einem Boot und ich sehe hier ehrlich gesagt keines in der Nähe. Ah, ich glaube, hier um das Gebäude rumzulaufen dauert zu lange. Shit. Alter, nur 4 Minuten, das wird scheiße schnell vorbeigehen. Dreck. Komm schon. Sollte doch... Okay, da ist der erste. Gut. Ist da hinten? Ja, da hinten ist ein Boot. Okay, okay, gut. Das ist gut. Besser als nix. Okay, theoretisch hätte ich zuerst zu dem Boot laufen sollen und die anderen und den ersten Kasten hätte ich ja theoretisch auch schon vom Boot aus hacken können. Hätte klappen müssen. Von der Entfernung her. So. Okay. Hoffen wir mal, dass die anderen Dinger genauso simpel zu hacken sind. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Was soll denn das hier werden? Das ist ja jetzt leicht kacke. Eieiei. Ich muss tatsächlich vom Boot runtersteigen. Zumindest für einen von den Kästen. Den da oben. Ach, ich versuch's lieber von dort aus. Scheint mir legitimer zu sein. Eieieiei. Das kann ja was werden. Okay, sehr gut. Schön. 3 von 5. Jetzt noch den hier schnell. Hängt er auch wieder an der Gebäudewand? Sieht so aus. Ja, komm schon.
Ich bin doch schon nah dran. So. Perfekt. Ah, volles Bankkonto. Her damit. Da überlege ich nicht großartig. Geld, 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 Geld. Oh, Alter. Jetzt hänge ich ernsthaft wieder an irgendeiner kleinen Stelle fest, wo ich nicht durchkomme. So. Jetzt nehme ich natürlich das Boot, mit dem ich nicht noch extra wenden muss. Und hol mir den letzten Kasten. Vielleicht andersrum fahren. Komm schon. Und Wems. Nice. So, Skillpunkt erhalten, nice. Apropos, wie viele Skillpunkte habe ich denn jetzt überhaupt? 16 wieder. Die könnte ich jetzt definitiv langsam mal wieder ausgeben. Schnell erhöht die Nachladegeschwindigkeit für alle Waffen. Moa. Verringert Entdeckungsradius beim Sprinten. Fokus bei kritischer Gesundheit aufladen. Moa. Was gibt's noch hier? Einmaliger CTOS-Scan, um NPC-Gegner zu erkennen. Mo. Annäherungs-USV. Mo. Fahren. Da gibt es doch bestimmt was. Verringert Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Okay. Erhöht zugefügten Schaden bei Zusammenstößen. Okay, das nehme ich. Hätte ich schon viel früher freischalten sollen. Verbessert ihre Fähigkeit, sich im Auto zu verstecken. Wirkt auch gegen Hubschrauber. Keine Ahnung, ob ich das jetzt noch tatsächlich so dringend benötige. Geldautomaten Heckboost Plus nehme ich. Warum nicht? Damit habe ich bei diesen Fähigkeiten, bei Hacken alles freigeschaltet. Jetzt brauche ich wahrscheinlich nur noch den Kampf so ein bisschen mehr auszubügeln. Nachladegeschwindigkeit, Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen, erhöhter Fahrzeugschaden mit Schrotflinten, ruhigeres Ziel mit Scharfschützengewehren, höhere Genauigkeit beim Einsatz aller Automatikwaffen. Okay, ich glaube, darauf kann ich ruhig hinarbeiten, deswegen nehme ich das. Und dafür brauche ich 3 Punkte. Perfekt. Passt schon. Gut. Damit habe ich meine Punkte wieder ordentlich investiert. Und ich kann gucken, wo ich jetzt als nächstes hinlaufe. Ah, sieht ganz so aus, als ob ich als nächstes hier hinfahre. Aber vorher können wir uns hier auf jeden Fall noch die Sehenswürdigkeit abholen. Und zwar der Yachtclub. Ahoi! Erlaubnis an Bord zu kommen, Captain? Nicht zu verwechseln mit diesen anderen angesehenen Yachtclub. Diese kleine Anlegestelle ist einen Blick wert, wenn man Yachten, Boote und andere Wasserfahrzeuge mag. Budgetbegrenzungen führen dazu, dass ihre Regatten nur vom Club bis zu einer ein paar Meter entfernten Boje und zurückführen. Aber wenigstens haben sie ihren Spaß. Ja, wenigstens das. Ich hab's mir überlegt. Okay, dann auf zum Fixerauftrag. Und dieser Auftrag wird definitiv dann meine letzte Aktion in diesem Part sein, würde ich sagen. Mein Ziel hat sich mächtige Feinde gemacht, also wird er sich bestimmt beeilen. Ich muss ihn aufspüren und dann erledigen. Okay, sehr schön. Ich habe doch jetzt die eine Fähigkeit vorhin gekauft, von wegen höherer Fahrzeugschaden, oder? Ich müsste noch mal ganz kurz gucken. Fahren. Ja, habe ich scheinbar verbessert. Gut. Erhöhter Schaden bei Fahrzeugzusammenstößen. Sehr schön. Dann sollte mir das ja bei dieser Mission sehr zugute kommen. Den Victor ramme ich. Ist es mir lieber, wenn ich dich zuerst ramme? Wow. Mist. Knapp verfehlt. Hast du Schwein gehabt, mein Freund.
Yes! So viel dazu. Oh Gott, wir sind gefickt! Wir werden getroffen! So. Sorry, Leute. Bisschen mehr Chaos entstanden, als es beabsichtigt war. Aber, hey, ich habe den Typen einigermaßen fix ausschalten können. Das ging jetzt überraschend schnell. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Okay, wisst ihr was? Weil das gerade so schnell gewesen ist, werde ich diesen QR-Code hier noch einmal scannen. Ich denke mal, dafür sollte noch mehr als genug Zeit sein. Ach komm, ab durch den Zaun. Weil die, mit den Fixer-Aufträgen, da rechne ich eigentlich immer damit, dass die schön lange dauern. Das hier war jetzt auf jeden Fall eine der Ausnahmen. Sodele. Hier könnte es schwierig sein auf den... Oh, oder auch nicht. So viel dazu. Okay, die Frage ist... Wo ist die andere Hälfte? Das ist ja nicht alles. Muss ich vielleicht irgendwas mit dem Lift hier machen in der Nähe? Der steht hier so auffällig. Vielleicht sogar vom Innen heraus ist im Gebäude vielleicht irgendwo so ein Fenster, von wo aus ich dann den Rest sehe. Irgendwie so etwas wäre ganz nice. Tja, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Oh, ist da was? Nein. Ich dachte schon. Okay. Ich guck mir mal die Kamera an. Eigentlich müsste es ja eine Kamera auf der Seite sein. Tja, wie bekomme ich einen Blick auf den vollen Code? Ist jetzt die Frage. Wo ist der andere Teil davon? Normalerweise müsste ich ja in der Lage sein, den anderen Teil vielleicht irgendwie durch Hacken auftauchen zu lassen. Ist hier irgendetwas zum Hacken in der Nähe? Sieht nicht so aus. Shit. Ich meine, das Ding ist kerzengerade. Es ist nicht irgendwie verzerrt oder so etwas, was bedeutet, ich müsste frontal drauf gucken. Und der Code müsste vor meinen Augen erscheinen. Vielleicht ein bisschen weiter hinten. Oh. Mist. Naja, die Kamera wird's wohl kaum... Oh, doch! Krass! Alter, nicht schlecht. Warum wir uns hinter Masken verstecken? Warum verstecken die sich hinter Masken? Nehmt ihnen die Anwälte und ihr Vitamin B weg. Dann nehmen wir unsere Kapuzen ab. Die zeigen auf DedSec und schwatzen uns an, während sie dabei eure Hinterzimmer durchwühlen. Wir wollen nicht eure Freunde sein. Wir bitten euch nur, das Licht einzuschalten, unter dem Bett nachzusehen. Denn die Monster gibt es wirklich. Ihr sucht nur am falschen Ort. Das war jetzt auf jeden Fall ein guter Code. Der war nice versteckt. Finde ich gut. Alles klar. So, ich würde sagen, das ist jetzt aber auch wirklich die letzte Aktion, die ich in diesem Part mache, sonst wird er wirklich zu lang, auch ohne diese ersten Versuche bei dem Verbrecherkonvoi. Alles klar, Leute, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir uns der Story-Mission namens Das Rattennest widmen werden. Oi. Klingt schon mal vielversprechend. Ich bin gespannt. Also dann, bis dahin. Ciao, ciao.